und herzlich willkommen zu unserer Rücken-Yoga-Stunde heute. Ich bin Anna und ich begrüße euch aus dem wunderschönen Regensburg. Was du für die heutige Stunde brauchst, ist zum einen bequeme Sportkleidung, dann eine rutschfeste Matte und falls du Yoga-Anfänger bist, empfehle ich dir auch, zwei gleich dicke Bücher zu verwenden. Oder vielleicht hast du sogar schon zu Hause zwei Korbblöcke. Die sind natürlich auch optimal dafür geeignet. Da würde ich sagen, wir starten und auf die Matte, fertig, los. Wir beginnen mittig im Vierfüßler auf unserer Matte. Nehmen die Hände und den Schultern auf die Matte, nehmen die Knie im Mattenball auseinander und setzen uns dann nach hinten in die Haltung des Kindes. Du kannst auch gerne mit deinen Händen wieder vorsichtig nach vorne krabbeln, deine Stirn oder wie gerne auch die Schläfe auf deiner Matte ablegen und für die nächsten vier Atemzüge ganz tief und vollständig in die hinteren unteren Rippen einatmen und wieder vollständig ausatmen. Spüre, wie sich die hinteren Rippen heben, wie der Brustkorb weiter wird. Du die komplette Lunge mit Sauerstoff füllst. Verbinde dich mit deinem Atem und komme mit jeder einzelnen Ausatmung auf deiner Matte an. Lass alles los, lass alles hinter dir und stimme dich mit all deinen Sinnen auf die heutige Yoga-Praxis ein. Gebe dir einen kurzen Moment der Ruhe, der Entspannung, des Loslösens. Ein letzter Atemzug. Und dann lass den Atem wieder kommen und gehen in seiner natürlichen Form. Versuche ihn nicht zu verändern, nicht zu beeinflussen. Nehme wahr, wie deine Hände in die Matte drücken. Nehme wahr, wie deine Fußrücken auf der Matte aufliegen, die Schienbeine. Und wie du mit deinem Herzen jedes Mal etwas weiter nach unten sinkst. Die Schulterspitzen, dein Herz von hinten streicheln und stützen. Mit einer nächsten Einatmung die Fingerkuppen in die Matte erdest, rollst du die Schultern und den ganzen Oberkörper vorsichtig nach vorne. Schiebst dein Becken nach vorne, öffnest dein Herz weit Richtung Himmel, Richtung Decke. Und dann komm langsam zurück. Bring die Sitzbeinhöcker zurück auf die Fersen. Und roll mit jeder einzelnen Rippe, mit jeder Wirbelsäule nach vorne. Wir beginnen immer von dem untersten Lendenwirbel, dann Brustwirbel, runden uns zu der Katze und einatmen. Wir rollen die Schulter nach hinten, heben unser Brustbein. Das Ganze noch für die nächsten 4 bis 5 Wiederholungen. Gerne weiterhin die Augen. Fokussiere dich auf die Bewegung. Ein letztes Mal. Schieb die Hüfte vorsichtig nach vorne. Bleibe vorne. Heb nochmal dein Brustbein. Mach dich nochmal stark. Aus den Fingern heraus. Drückt nochmal jeder einen einzelnen Finger in die Matte, fächere die Handfläche auf und mit der Ausatmung guck mal nach hinten zu deinem linken Fuß. Einatmen, heb dein Brustbein, mach dich weit. Ausatmen, guck mal nach rechts. Und auch hier nochmal weit nach oben schieben, Hüfte nach vorne und ausatmen, linke Seite. Einatmen, rechte Seite aus. Und ein Mitte aus, linke Seite der Bär. Ein letztes Mal Mitte und rechts. Vorsichtig, stülp die Zehen um
und wandere mit deinen Knien langsam nach vorne. Komm in den Vierfüßlerstand, mach deinen Rücken nochmal schön gerade. Das heißt, heb dein Schambein etwas mehr Richtung Bauchdecke an, sodass sich dein Unterrücken nochmal füllt, dass du hier wirklich schön im Tisch bist. Und von hier aus, das ist die Ausgangsposition, rollen wir uns ein, kommen in die Katze. Der Blick geht zum Bauchnabel, der Rücken maximal gerundet. Und ausatmen, tauche auf, nimm die Schulterspitzen zueinander, schau nach vorne, die Kuh. Und das Ganze auch hier noch in deinem eigenen Fluss, in deiner eigenen Wunschdynamik. Vollende die Bewegung für die letzten 5 Wiederholungen. Gerne mit geschlossenen Augen fühl hier rein. Drück dich mit den Händen weg vom Boden, so als wären die Matte eine Art Tür und du würdest diese Tür einmal von dir wegdrücken, von dir wegschieben. So kannst du auch hier noch den Rücken etwas weiter füllen. Ein letztes Mal mach dich nochmal maximal rund. Halte hier die Spannung, der Blick geht zum Bauchnabel. Ein letzter Atemzug und ausatmen, lass alles los. Hängebrücke, der Blick geht nach vorne. Sehr schön. Von hier aus gehst du mit den Händen ans vordere Drittel deiner Matte. Auch hier achte nochmal drauf, dass die Hände wirklich unterhalb von den Schultern sind. Auch hier die Finger aufgefächert und wir strecken unser linkes Bein nach hinten. Und nehmen unser rechtes Bein mit dazu in Chaturanga, in die schiefe Ebene. Beug die Knie und von hier aus schiebst du die Sitzbeinhöcker weit nach oben. Gehst vielleicht ein Stückchen rein, aber nur ein Stückchen. Schieb die Sitzbeinhöcker nach oben, lass die Knie noch gebeugt. Und mit der Ausatmung bring dein linkes Ferse zum Boden. Walk the dog. Von hier aus im herabschauenden Hund für die nächsten 4 bis 5 Atemzüge. Gerne dynamisch, gerne aber auch ganz für dich langsam. Präsent in diesem Augenblick. Ganz wichtig ist, schau nach unten und nicht nach hinten. Es ist ein nach unten schauender Hund und nicht ein nach hinten schauender Hund. Wunderbar. Ein letztes Mal rechts. Ein letztes Mal links. Wenn du möchtest, versuch jetzt gerne von hier aus beide Fersen in den Boden zu schieben. Und mit der nächsten Einatmung lauf mit kleinen Schrittchen ans vordere Ende deiner Matte. Nimm die Hände über die Seite hoch. Heb die Brust. Leg die Hände aufeinander in Anjali Mudra und führ jetzt von hier aus deine Daumen an dein Herz. Spür deinen Herzschlag, dein pulsierendes Herz. Verbinde dich für einen kurzen Moment in dieser Haltung. Drück die Füße, die Fußsohlen in den Boden. Also die Schulter nach hinten unten, kommen in lange Glücken. Und mit der nächsten Einatmung die Arme seitlich hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, gerne mit den Händen an deine Klötze. Beug die Knie von hier aus. Mit der Ausatmung mach die linke Beinrückseite lang. Lass dein rechtes Knie gebeugt. Einatmen, die beiden Knie beugen. Ausatmen, rechtes Bein strecken. Einatmen, beide Knie gebeugt. Ausatmen, links. Und jedes Mal, wenn du ein Bein streckst, verbeugst du dich auch hier nochmal ein bisschen mehr über dieses gestreckte Bein. Das heißt, dein Herz wird magnetisch von dem jeweiligen Oberschenkel angezogen, angesaugt. Und du musst noch ein bisschen tiefer kommen. Ein letztes Mal, linke Seite. Einatmen, beugen, ausatmen, rechte Seite. Achtung, wenn du möchtest, dann darf sich von hier aus beide Beine strecken. Einatmen, nimm die Hände auf an die Klötze oder an die Schienbeine. Mach dich lang. Mach einen langen Rücken, zieh die Schultern zueinander und lass auch hier nochmal dein Rücken so lang werden wie den Tisch im Vierfüßlerstand. Und mit der Ausatmung verbeuge dich tief. Einatmen, beug die Knie leicht und steig nach oben, komm nach oben in deine Berghaltung. Sehr schön. Noch kurz mit dem Atem verbinden.
Und jetzt kommen wir in den ersten Flow. Einatmen, nimm die Arme weit nach oben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Uttanasana. Und einatmen, nimm die Hände an die Schienbeine. Komm in den geraden Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Achtung, steig mit dem linken Fuß nach hinten. Nimm den rechten Fuß dazu und komm über die Knie nach unten. Roll die Schulter nach hinten unten. Drück nochmal die Fußrücken in den Boden und roll vorsichtig nach oben. Wachse mit dem Herzen in die Kobra. Ausatmen, leg ab. Einatmen. Roll die Schulter nach hinten unten und auch hier nochmal wachse über dich hinaus und komm nach oben. Spür die leichte Kompression im unteren Rücken und genieße das Ganze. Ein letzter Atemzug hier. Und dann stülp die Zehen um, beug die Knie und komm über dein Kind in den herabschauenden Hund. Auch hier streck dein rechtes Bein weit nach hinten oben, steig mit dem rechten Fuß nach vorne. Einatmen, werde weich zwischen den Finger gucken, steck beide Arme synchron nach vorne. Ausatmen, nimm die Arme nach hinten. Einatmen, nimm sie ganz kraftvoll und energisch nach vorne für die nächsten 5 Wiederholungen. Lass die Halswirbelsäule lang, aktiviere den Bauch und bleibe hier für die nächsten 4, 3, ganz viel Kraft in jede einzelne Fingerkuppe. Die Arme sind weich und ein letztes Mal, komm langsam zurück. Komm in den Krieger 1 und dreh dich auf im Krieger 2. Setz dich tief ins vordere Knie und geh so weit nach vorne, bis es nicht mehr weitergeht. Dreh die Handfläche nach oben, setz dich nach hinten in den friedvollen Krieger 2. Geh mit deiner linken Hand und lauf langsam nach unten zu der Wade. Halte hier. Einatmen, komm zurück in deinen Krieger 2. Und auch hier wächst du so weit, wie es geht, nach vorne. Nimmst die Hand nach unten auf den Boden oder auch gerne auf deinen Platz. Linker Arm wandert an die Schulter und von hier aus strecken wir den linken Arm weit nach oben. Halten hier und dann wachsen wir auch hier nochmal in die Länge. Versuchen beide Arme senkrecht übereinander zu lassen. Und wenn du dich hier wohlfühlst, streck noch dein rechtes Bein vorne aus. Komm in dein volles Trikonasana. Halte hier, genieße und strahle. Auch aus jedem Finger. Jeder Finger ist aktiv, der Arm ist stark. Gut, dann kommst du langsam zurück über den Trikonasana. Kommen wir in den Krieger 2, über den Krieger 2, Krieger 1. Und wir steigen mit beiden Händen zurück zum Boden. Nehmen den rechten Fuß weit nach hinten oben. Wechseln die Beine einmal durch. Linkes Bein streckt weit nach hinten oben. Wir schauen nach vorne zu den Händen und machen den großen Ausfallschritt zwischen die Hände. Einatmen, finde deine Ruhe, finde deine Atmung und nimm die Arme nach vorne, auch hier nochmal ganz kraftvoll. Einatmen, streck sie nach vorne. Ausatmen, ganz kraftvoll nach hinten. Sehr schön. Gib dein Großbein, mach dich hier ganz kraftvoll, stolz, energisch. Wundervoll. Die letzten 4, 3, 2. Ein letztes Mal. Komm langsam nach oben in den Krieger 1. Setz dich tiefer ins vordere Knie, dreh dich auf. Komm tiefer ins vordere Knie. Nimm die Schulter nach hinten unten. Und dann wachsen wir mit der linken Hand nach vorne, bis es nicht mehr geht. Drehen wir die Handfläche nach oben auf und setzen uns nach hinten in friedvollen Krieger 2. Auch hier guck mal nach oben, was die obere Hand so treibt. Und wandere mit der rechten Hand weiter nach uns bei der Wade. Halte hier für den letzten Atemzug. Komm langsam zurück, schau über die vordere Hand. Und wir wachsen nach vorne. Gehen vorsichtig mit der linken Hand auf die Plätze oder auf den Boden. Der rechte Arm geht an die Schulter, kreist die Schulter nach hinten unten. Und wir strecken und wachsen mit der rechten Hand nach oben zur Decke und halten hier. Und wenn du mehr möchtest, wachse nochmal weiter über dich hinaus.
Streck dein vorderes Bein durch und komme hier in ein volles Trikonasana. Mach dich hier nochmal ganz lang. Beide Arme senkrecht. Wir beugen das vordere Knie und lösen genauso auf, wie wir reingekommen sind. Kommen in unseren Krieger 2, über den Krieger 2, den Krieger 1. Nehmen beide Arme nach unten, steigen den linken Fuß weit nach hinten. Kommen in unseren herabschauenden Hund. Gehen hier an der Stelle, füllen den unteren Rücken, werden hier nochmal schön lang. Und wir geben all die Kraft von unseren Händen über die Schultern ans Becken und an die Füße ab. Genieße das. Achtung, wir wandern jetzt mit beiden Füßen ein kleines Schrittchen nach vorne zu unseren Händen. Einatmen, gehen mit beiden Seiten nach oben. Ausatmen, nimm die Hände vor die Brust und lass dich vorsichtig nach unten sinken. Schließ die Augen und verbinde dich mit dem Herzen. Einatmen, nimm die Arme über die Seiten hoch. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, verbeug dich zart. Steig mit dem linken Fuß nach hinten. Und lass dein rechtes Bein vorne. Nimm deine beiden Arme gleichzeitig nach oben, setz dich tiefer ins vordere Knie. Und dann drehen wir uns vorsichtig mit den Händen im Anjali Mudra zu unserer rechten Seite. Das heißt, unser linker Ellbogen ist am rechten Knie und wir drehen uns hier auf. Halte hier und wenn du magst, streck beide Arme einmal aus. Halte hier die Spannung im Bauch. Komm langsam zurück. Nimm die Arme nach vorne. Halte. Und dann drehst du dich mit beiden Armen einmal zu der rechten Seite auf. Einatmen, komm nach vorne. Ausatmen, setz dich tiefer ins vordere Knie und dreh dich auf. Im gedrehten Krieger 2. Ein letztes Mal, heb die Arme, ausatmen, setz dich tief. Streck die Hände nach vorne und bring sie zurück zum Boden. Steig mit dem linken Fuß nach vorne, bring dein rechtes Bein nach hinten, auch hier. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, setz dich tiefer. Auch hier, bring die Hände beschränkt vom Herzen, dreh dich auf zur linken Seite. Schultern senkrecht übereinander, dreh dich auf. Und auch hier, wenn du magst, streck beide Arme komplett aus. Halte hier, schau nach oben zur Decke. Halte. Nehme die Hände zurück von der Brust zusammen. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, wir drehen auf. Im gedrehten Krieger 2. Einatmen, wachse nach oben. Ausatmen, dreh dich auf nach links. Sehr schön, hochziehen und ausatmen, aufdrehen. Die letzten zwei Wiederholungen. Wunderbar. Komm zurück, nimm die beiden Hände zurück zum Boden, steig mit dem linken Fuß weit nach hinten. Auch hier walk the dog. Ganz vorsichtig, ganz liebevoll. Erde die Ferse rechts und erde die Ferse links. In die Matte und dann komm vorsichtig zurück auf die Knie. Bring die Hände wieder unterhalb von deinen Schultern auf die Fingerkuppen und mit der Ausatmung roll dich nochmal ein. Für die zweite Variante von Cat and Cow. Runden Rücken und komm nochmal maximal in die Rundung. Einatmen, tauch auf. Ausatmen. Werde rund, werde klein. Die letzten zwei Wiederholungen. Wundervoll. Dann Achtung, wir ziehen die beiden Beine raus und setzen uns einmal hin für unser Bauchtraining, für die Boothaltung. Dafür darfst du dich erstmal hier lang nach oben ziehen. Die Wirbelsäule mal ganz in die Länge bringen. Ganz wichtig. Heb dein Brustbein auch hier nochmal. Und von hier aus darfst du entweder dich leicht nach hinten geben und hier immer noch festhalten. Das ist Level 1 übrigens. Level 2, du löst ein Bein weg vom Boden. Streckst die Arme neben deinen Knien aus. Löst auch hier gerne nochmal ein rechtes Bein für Level 3.
Wir halten hier. Und für diejenigen, die ein bisschen mehr Pep wollen, die strecken ihr linkes Bein aus, ihr rechtes Bein aus im Wechsel hier. Und streck links und wir strecken rechts. Bleib dabei, in unserer Brust schön lang. Wenn du mehr möchtest, beide Beine gleichzeitig. Wie wär's denn damit? Wunderbar, halte hier. Für die nächsten 5, 4, komm schon, es geht gut. 3, 2, ein letztes Mal und wir halten hier beide Beine in der Luft. Für 5, 4, 3, 2, 1. Beug die Knie, lehn dich nach vorne und lass dich mal nach vorne runter sinken. Einatmen, komm zurück. Stell die Füße mattenbreit auf, nimm die Hände nach hinten auf die Fingerkuppen und wir kommen in die Scheibenwischerbewegung. Bring die Knie abwechselnd nach links und nach rechts. Der Blick geht jeweils zu der anderen Seite mit. Ein letztes Mal. Und wir kommen zurück. Eine zweite Runde Boot fahren. Auch hier zieh dich erstmal lang. Die Brust wächst nach oben zum Himmel und dann löst du dein entweder ein Bein, beide Beine, einfach mal weg von der Matte und dann streckst du abwechselnd ein Bein und das andere nach oben aus. Oder du möchtest etwas mehr, dann streckst du beide Beine nach oben aus. Halte dich hier lang, die Schultern rollen nach hinten unten, maximale Entfernung von den Ohren. Zieh es durch. Chaka, jawohl. Die nächsten 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal behalten. Für 5, 4, 3, 2, 1, leg ab. Auch hier, nimm die Füße mattenbreit auseinander und lehn dich leicht nach hinten zurück. Scheibenwischer am Sitzen. Ganz easy, ganz locker. 2 Wiederholungen. Lass dich hier richtig gehen. Ein letztes Mal. Und komm langsam zurück. Stell deine Fußsohlen ganz am Boden ab. Heb deinen Po und komm in eine tiefe Vorbeuge. Einatmen, komm in den langen Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Achtung, wir steigen den linken Fuß nach hinten. Nehmen unser rechtes Bein dazu und entweder über die Knie oder über den Liegestütz kommen wir tief. Zuerst mit der Brust, dann mit dem Bauch. Dann Schambein und zuletzt die Knie. Stell die Zehen um, lass die Fußrücken am Boden aufliegen. Wir nehmen die Hände unterhalb von den Schultern, kreisen die Schultern nach hinten unten, sodass die Schulterspitzen in die Hosentaschen gehen. Und wir öffnen uns nochmal weit nach vorne in die Cobra. Ein letztes Mal. Heb die Brust, ausatmen, komm nach unten. Und für eine Variante der Heuschrecke nimmst du die beiden Arme in der U-Form zur Seite, stellst die Fingerkuppen auf und hebst dein Brustbein. Ausatmen, guck mal unter dem linken Arm hindurch. Einatmen, schön nach oben ziehen. Und unter dem rechten Arm hindurch gucken. Letztes Mal. Heb das Brustbein. Ausatmen. Wir drehen uns ein. Kommen zurück nach oben und drehen uns nach rechts auf. Wunderbar. Dann nimmst du die Hände nochmal unterhalb
von den Schultern, rollst die Schulter nach hinten unten und dann legen wir mal die linke Hand einmal hinten auf unser Kreuz und wir strecken unseren rechten Arm nach vorne. Achtung, der Blick bleibt weiterhin auf der Matte und wir holen uns unser linkes Bein weg von der Matte, nehmen unser rechtes Bein, rechten Arm dazu, Verzeihung, halte die Spannung und ziehen das Knie noch ein bisschen weiter nach oben, halten hier für 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, wir legen vorsichtig ab und wechseln einmal die Arme durch, nehmen die rechte Hand nochmal aufs Kreuz, heben hier unser rechtes Bein, unseren linken Arm nach oben, halten hier für die nächsten 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, wir wechseln durch, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln und schau, dass du deinen Oberarm auf der Höhe von deinem Ohr hast, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln, komm schon, 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln. Linker Arm, rechtes Bein. 5, 4, 3, 2, 1. Einmal zur Seite noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann hier streck nochmal den Arm links weit nach oben. Rechtes Bein wächst nach oben für 5, 4, 3, 2, 1. Und dann leg vorsichtig ab. Die Stirn, die Schläfe, stell dir eine Verbindung zu deiner Matte her, zu deinem Boden her. Ein letztes Mal, atme tief und vollständig ein und wieder tief und vollständig aus. Stirb die Zehen um, bring die Hände unter die Schultern und drück dich vorsichtig nach hinten. Roll dich nach vorne, komm in den herabschauenden Hund und steig dann mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß an die beiden Außenseiten von deiner Matte und komm in die indische Hocke, in die Malasana Hocke. Und zwar ist es ganz wichtig, dass wenn du dich hier unwohl fühlst, weil die Fersen vom Boden wegkommen, darfst du gerne die Matte einmal rollen und dann die Fersen draufbringen, okay? Die Unterarme sind quasi einmal gefaltet und die Oberarme, die drücken hier gegen deine Knieinnenseiten. Du drückst dich hier raus, wächst automatisch mit dem Brustbein nach oben zur Decke, hebst deine Kopfkrone und sitzt hier einmal schön, dass du hier Länge im Rücken schaffst, die Hände vor der Brust faltest und hier einfach mal gerne in dieser Hocke die Augen schließt, dich mit deinem Wurzelchakra verbindest, Chakra des Ursprungs, des Urvertrauens. Einatmen. Hebe beide Arme nach oben, ausatmen, dreh dich einmal zu deiner linken Seite auf, nimm die linke Hand weit nach oben. Heb die beiden Arme und dreh dich zu der rechten Seite auf. Ein letztes Mal beide Arme gestreckt nach oben und zur linken Seite aufziehen. Und wir gehen über nach rechts. Wunderbar. Dann nimmst die Hände nach hinten, setz dich wieder ab, nimmst die Arme parallel zu den Knien und gehst langsam Wirbel für Wirbel zurück auf die Matte, legst dich auf den Rücken und machst dich einmal ganz lang, indem du die Beine und die Arme streckst. Einatmen, streck die Arme und die Beine noch ein Stück mehr auseinander, fühl die Lunge und wieder ausatmen, lass los. Einatmen, schön weit aufdehnen, aufmachen und ausatmen, lass los. Ein letztes Mal, schön Länge schaffen, Innenflanken in der Brust und ausatmen, lass alles los, wunderbar. Vor unserem Shavasana
Dann kommt noch eine letzte Dehnentspannung. Und zwar, wir nehmen unseren rechten Fuß über den linken Oberschenkel. Hoppala, und dann gehst du mit deinen Gabelstaplerarmen unterhalb von deiner Wade einmal an die Kniekehle. Oder falls ihr fortgeschritten seid, könnt ihr auch hier gerne an ein Schienbein kommen. Und dann zieht ihr hier mit den beiden Händen an eurer Kniekehle beide Beine zu euch ran. Und wir haben hier eine Druck- und Gegendruckbewegung, denn unser rechtes Bein, unser rechter Fuß drückt gegen den linken Oberschenkel. Und während der linke Oberschenkel eher zum Körper will, und dann legst du dich vorsichtig zum Boden. Gerne die Augen schließen, wenn du magst. Eher ein Doppelkinn bilden. Und auch hier löst du mit jeder Ausatmung immer mehr Anspannung. Lässt einfach alles hinter dir, was dich runterbringt, runterzieht. Ein letztes Mal atme tief ein und tief und vollständig aus. Komm vorsichtig auf die Schulterspitzen, hol dir beide Beine nochmal ganz kraftvoll zu dir ran und mit der Ausatmung streck beide Arme, beide Beine von dir weg. Mach dich nochmal lang, atme ein und ausatmen, lösen. Linkes Bein kommt in die Beugung, rechter Fuß kommt auf den linken Oberschenkel, beide Hände gehen entweder an die Kniekehle oder an unser linkes Schienbein. Wir holen uns hier nochmal schön beide Beine zu uns ran. Und auch hier, denk dran, dein rechtes Bein drückt ganz kraftvoll gegen deinen linken Oberschenkel, während der linke Oberschenkel zu dir, zu deiner Brust strebt. Dann leg dich auch hier nochmal ganz zart am Boden ab. Schließ die Augen und lass los. Lässt etwas nach, dann darfst du gerne noch ein bisschen mehr zur Brust ziehen, eine stärkere Dehnung erzeugen. Aber denk dran, die Dehnung sollte nicht eine Intensität von 6 übersteigen. Es sollte dir immer noch gut tun, wohltun. Ein letztes Mal atmen tief und vollständig ein. Und wieder tief und vollständig aus. Heb nochmal beide Schultern weg vom Boden. Verbinde nochmal die Brust maximal mit deinen Beinen. Halte hier kurz inne und dann streck nochmal beide Beine und Arme von dir weg. Stell dir vor, jemand zieht an deinen Händen, jemand zieht an deinen Füßen und du kommst noch mehr in diese Länge. Einatmen, hol dir nochmal deine Beine zu dir ran, komm in dein kleinstes Paket. Leg die Stirn auf die Knie. Wenn du magst, roll nochmal nach rechts und nach links. Hab dich mal selber gern. Und dann bereiten wir uns vor für unser Shavasana, für unsere Schlussentspannung. Du darfst gerne beide Beine mattenbreit auseinandernehmen. Die Frauen unter euch, die dürfen ihre Haargummis gerne einmal lösen, einfach mal den Kopf ganz frei machen von Anspannung. Falls ihr gerade eine Brille trägt, dürft ihr die Brille gerne abnehmen. Nimm gerne die Hände hüftbreit auf die Matte, entspanne somit die Schultern und lass die Fußspitzen einmal zur Seite sinken. Somit entspannst du auch die Hüften. Spüre für die nächsten
Atemzüge ganz für dich nach. Spüre den Körper, den Geist. Was hat die heutige Yoga-Praxis in dir ausgelöst? Was hat sie in dir verändert? Vertiefe allmählich wieder deinen Atem. Und mach kleine Bewegungen mit deinen Fingern, mit deinen Zehen. Wenn du magst, streck die Arme nochmal über dir aus. Lang, mach dich groß und du kannst auch gerne seufzen, gerne gähnen, entspann die Kiefermuskulatur und wann immer du bereit bist, beug die Knie und leg dich auf deine linke Seite, nimm den Unterarm, beug ihn und leg deinen Kopf ganz behutsam auf den linken Oberarm, stützt die rechte Hand vor deiner Brust auf und spür dich hier in der Embryo-Haltung, in deiner ganz persönlichen Haltung der Geborgenheit, Haltung des Schutzes. Komme bei dir an. Dich wohl in deinem Körper, in deinem Tempel. Dann drück dich vorsichtig mit der rechten Hand ab und komm langsam zurück in deine Sitzhaltung. Lass die Augen gerne geschlossen. Es muss nicht der Fersen oder Lotus-Sitz sein. Du kannst auch gerne einfach die Beine ausstrecken, dich nach hinten lehnen, den Rücken ganz weit nach oben heben, lang machen. Roll gerne die Schultern nochmal nach hinten unten. Schenke dir ein Lächeln. Zieh den Mundwinkel links und Mundwinkel rechts nach oben. Leg ganz liebevoll beide Handflächen aufeinander mit den Daumen an dein Herz. Spür zu deinem Herzen, zu deinem Innenleben. Dann senk die Stirn, senk dein Kinn Richtung Brust. Verneige dich vor dir selbst. Bedanke dich für deine heutige Yogastunde. Für die Zeit, die du dir heute genommen hast, für dich, für deinen Körper, um gemeinsam mit uns auf deiner Matte zu praktizieren. Mögest du noch einen wunderschönen Tag haben und gut und ganz locker durch die Woche kommen. Namaste.
wunderschöne Stunde und ich hoffe, sie hat euch genauso gut getan wie mir. Ich freue mich natürlich, wenn ich euch bei dem einen oder anderen Live-Kurs wiedersehe. Ansonsten natürlich gerne auch hier auf YouTube. Und ja, habt noch einen ganz, ganz tollen Tag, ihr Lieben. Bis ganz bald, eure Anna.